Jo, servus die Marl und grüß euch die Buben. Ja, wir starten heute einmal gleich im Wald. Ich wollte eigentlich in mein mystisches Wäldchen. Keine Chance, dort war irgendwas los. Dort waren hunderte Autos am Parkplatz. Alle Richtung Donau. Daher habe ich mich entschieden, ich gehe auf mein Hausberg. Ich bin auf meinen alten Platzl wieder. Habe mir auch mein Tarp ein bisschen aufgebaut. Habe heute zwei Tischeln dabei. Und zwar, diesmal habe ich eins mit einem Dreibeinstativ. Also das steht auf alle Fälle nicht so wackelt wie beim letzten Mal. Habe heute meinen großen X-Boil dabei, mein Einsatzgitter. Und was gibt es heute? Es gibt Spaghetti à la Carlos. Ich habe Verschiertes dabei, das werden wir dann im Pfandl anresten. Wenn wir es richtig aufmachen, ja, ich habe da Zwiebeln und Knoblauch dabei, die werden wir dann auch im Pfandl anresten. Dann habe ich noch einen Parmesan dabei, der gehört natürlich auch dazu. Und natürlich auch noch, also er ist kein Sugo, es ist ein Tomatenmark mit Ketchup gemischt. Und da habe ich es noch stehen, wenn man denkt, da fehlt was. Ein paar Speckwürfeln, naja, das soll das Ganze verfeinern. Ja, wir werden als erstes einmal die Spaghetti wärmen in der Mitte durchbrochen. Die Schale steht auch schon in der Waage. Die werden wir da gleich mal reinhauen. Die werden eh ein bisschen länger brauchen. So, gehen wir mal Stoff. Ja, Wind habe ich heute von vorn. Und ich habe mir auch noch mal so ein Carbonvlies gekauft, dass das wirklich da auf der sicheren Seite ist. So, das ein bisschen drauf. Da kommt noch ein Spritzerl Öl dazu. Verfeinern die Nudeln. Jetzt tue ich schon dahin. Ja, ich habe gerade nachlernen müssen, weil da ist mir schon ausgegangen gewesen. Das schaut auf alle Fälle gut aus. Wenn wir mal eins kosten, ob schon alte Ente sind. Ja, ein bisschen los ist noch, ein paar Minuten. Mal Speck und also Knoblauch und Zwiebel. Und Speck werden wir noch resten vorher. Ja, ich würde sagen, das ist okay. Dann nehmen wir es so. Und jetzt kommt der drauf. Ich muss gestehen, mit diesen X-Feier hat es besser geklappt, aber ich habe mir da zwei Steckerl gemacht. Zwei grüne und da kann es ein bisschen besser anziehen. Ich habe schon wieder gesehen, es schlägt sich schon wieder nach unten durch die Flammen. Aber so sind sie natürlich optimal. Das ist für ein Spiritus zu Hause. Also ich sag's wie es ist, mit X-Feuer geht das anscheinend besser. Da wird so heiß darunter, dass der so verdampft. Aber es hilft nichts, das muss jetzt werden. Also beim nächsten Mal nehme ich mein X-Feuer mit. Nicht in UL, sondern in normalen. Ich denke, der ist optimaler dafür. Ja, auf
Fleische dazu. Krieg wieder auch schon heiß. Ja, ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber gut, kann es jetzt nicht ändern. So, das dürfte jetzt da noch hingehört haben. Mein Bioethanol ist aus, aber das dürfte durch sein. Mhm. Ja, da bin ich nicht wirklich so begeistert, muss ich sagen. Da ist der X-Feier besser. Gut, das ist auch noch nicht ausgeschnitten auf Pfannenhof, muss ich auch dazu sagen. So, Dalle. Meine Nudeln in der Zwischenzeit schauen auch gut aus. Da eine kleine. Rot wird. Schaut's da mal rein. Und jetzt wird das Ganze noch mal mit Parmesan verfeinert. Also in dem Sinn, Mahlzeit. Vom Geschmack her gibt's gar nichts, ist gut. Ohne mein Titan, Gabel sage ich, Kreuzungen, war ich auch aufgehört. Ja, aber ich werde sagen, ich werde jetzt schnell essen, bevor es kalt wird, weil das geht ja relativ schnell. Und ich hole euch dann wieder dazu. Ja, Freunde, ich habe alles zusammengegessen, ich habe schon angefangen zum Auswischen. Und ja, entweder ich muss mir mein X-Bildern rausnehmen, wie die Neuchen auch sind, dann kann man glaube ich eine Pfanne auch draufstellen. So kommt die Hitze nicht vorbei. Ja, nichtsdestotrotz, ich brauche jetzt noch einen Kaffee. Ich hoffe, das geht sich aus. Ich glaube es nicht. Ich glaube, das wird zu wenig werden. Schauen wir mal, wenn nicht, habe ich ein Pech. Ja, ich kann euch erzählen, wie es ist. Es war zu wenig. So, jetzt noch mein bisschen Speed. Das war das letzte Mal, aber wirklich das allerletzte Mal, dass ich zu wenig Bioethanol mit habe. Ab sofort geht das große Flaschel mit. Ich muss jetzt nur aufbrennen. Ich habe jetzt die Steckerl draufgelegt und ich hoffe jetzt nur, dass man das nicht gleich durchbrennt und alles runterfällt. Ach, ja. Trotz allen Krankensaison gesund werden und meine Gesunden werden mir nicht krank. Prost! Na, wenigstens der ist okay. Ja, nichtsdestotrotz, es ist ja schon wieder Viertel drei. Also die Zeit ist heute grenzt, gigantisch. Und ich werde dann ja schon gemütlich wieder heimgehen. Ja, wie gesagt, ist halt nicht so das Gelbe vom Ei gewesen. Hat nicht wirklich alles so funktioniert, wie es normal funktioniert, aber wie gesagt, gehört dazu. Ich will da nichts verschönern, so wie es ist. Und von daher. Ja, Freunde, ich mache das jetzt für mich, das dauert eh noch ein bisschen Zeit lang, bis das wieder alles verbockt ist auch. Und dann melde ich mich wieder bei euch. Also, bis dann. So, eingekramt habe ich alles. Wuseln brauche ich heute nichts. Habe nichts angestellt und jetzt gehen wir halt retour.
Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage.